Sieht so scheiße aus. Karos Karamello, Karambolage, Karalambolage. Wer ist Karos? Das ist der. Er macht auf jeden Fall gerne Schneebälle. Ach, Varos. Er ist Karos. Vielleicht sieht er mich nicht. Nee, Alter, was. Du machst dich schon wieder mich lustig, das hasse ich. Ich hasse so Leute, die sich partout über mich lustig machen müssen. Was ist das? Skill, Alter, das ist das. Nein, ich meine das Level. Als ob ich auf dich gucke. Denkst du daran, dass wir hier auch noch Münzen einsammeln müssen? Ja, ich suche sie ja. Karos. Alter, das ist dich. Was? So funktioniert das hier. Hört ich mit dir. Warum ist man jetzt gestorben? Weil du es einfach nicht drauf hast, deswegen. Du bist doch auch gestorben. Ja, weil du auf mich draufgesprungen bist mit deinem scheiß Wir waren unter Wasser, du hättest wegschwimmen können. Bla bla bla. Ich hasse das immer, wenn ich in diese blöden Feinde reinrutsche. Das muss doch echt nicht sein. Da fühle ich mich immer so dumm. Also hier oben ist sie schon mal nicht. Hier? Nö. Okay, läuft sehr gut. Musste der Fixer denn gerade jetzt hochkommen? Wo bist du? Ja. Mach Karos platt. Oh. For real. Endlich. Sag mal, wo ist denn die erste Münze? Da oben vielleicht irgendwie? Möglich, ja. Oh, hab sie. Cool geraten, Mann. Nein, super. Da ist garantiert eine Ranke drin. Wir brauchen einen Koopa. Ja. Zum Glück. Alter, Karos ist scheiße. Oh, gut, danke, Karos. Was wir einfach immer so für Dreckslacker sind, ohne Mist, ey. Endlich. Treffen soll nicht so meine Stärke. Puh, haben wir schon zwei Münzen. Hatten wir schon einen Checkpoint? Ja, genau. Ja. Junge, ich hab grad. Was? Ach, Trutzilein, was treibst du da? Ich wollte jetzt eigentlich noch die Eisblume holen. So hier so oft. Jetzt ist Tryzer böse auf mich. War ich ja ganz froh, weil dann kann er jetzt seinen blöden Fußball wieder checken. Das war natürlich auch so eine super Idee da gerade bei mir. Total.
Guck mal, jetzt sieht man die sogar, die scheiß Monster sogar. Oh, ey. So. Karos. Das habe ich gut gemacht. Sag's. Der Tracer ist der allerbeste. Niemand ist so gut wie er. Niemand sieht so gut aus wie er. Ja, weiter so. Er ist der aller tollste. Sag mir schon. Dann Edna. Bist du schlecht. Pass mal, Mann. Was willst du denn? Ich bin der Erste, der draußen ist. Schön für dich, nur weil du dich immer aus allem raushältst. Machst Teddy, geh vor sterben und dann tue ich so, als wäre ich so viel besser als du. Erklär mir die Physik der Schneebälle. Da unten? Hab ich auch überlegt. Zumindest irgendwas ist da. Och, jetzt habe ich ja so viel Chance gelassen. Was machst du? Du hüpfst in den Koopa rein. Okay. Das sah gerade so professionell aus, Alter. Da oben, oder? Bitte. Man muss ja wohl. Ja. Muss. Klar. Genau. Töten kann ich ihn, aber sein Schneeball killt mich. Na komm, ich gebe dir Sprunghilfe. Hier. Wäre fast noch drüber gesprungen. Gut, dass es nicht geht. Nächstes Level Bandit. Und ich habe sogar ein Leben bekommen. Zusammen habe ich, glaube ich, gar keins verloren, ne? Ich freue mich vor das Essen nachher. Oh ja, ich mich auch. Ich habe auch krass Hunger. The fuck? Wo können wir damit hinfahren? Das ist irgendwie strange. Aber okay, whatever. Ja. Okay, sehr cool. Dann jetzt ins Münzmeer. Auf geht's. Muss das denn sein? Oh, eine neue Mail. Comment posted on Ankündigungsvideo Nummer 3. Mein FC. Hi, my FC. Junge, du hast einen deutschen Namen. Du musst dich Englisch schreiben unter ein deutsches Video. Ohne uns zu abonnieren. Was ein Wichser, ey. Du hast nicht mal abonniert, ey. Der darf nicht mitfahren. Wie heißt der? Hab ich vergessen. Achso. Gut, dann stellen wir uns jetzt einfach mal hier unten hin und dann zeigst du mal, was du drauf hast. Kriegen wir aber keine Münzen ab, ne? Natürlich. Gut. Ist jetzt eins eingesammelt. Wir schweigen. Hauptsache weg. Alter, das gibt ein Fest diesmal. Ja. Nein. Aber so fünf? Ja, ein paar Leben sollten das schon geben. So viele dürfen wir jetzt nicht eingesammelt haben. Sechs Leben, wow. Plus das, was wir noch durch die Münzen, zwei noch, die wir durch die Münzen gemacht haben. So, da geht der sehr weit weg, mein nächster extra Anlauf. Bin ich jetzt doch nur bei fünf. Und drei davon habe ich irgendwie in Welt 8 gemacht. Total deprimierend. Einfach nicht dadurch, sondern einfach nur, weil ich so müde bin, dass ich einfach nicht auch nicht spielen kann. Letztes Mal weniger gespielt, gechattet gestern. Boah, ist ein Weg. Was ist das, der Kackhoff-Felsen? Wachstumsschub. Das ist eine Pokémon-Attacke. Wachstum ist eine Pokémon-Attacke. Stimmt. Wie klettert eine Brunnenbrücke hoch? Ja, anscheinend schon. Das gefällt mir nicht, das Level. Das ist uncool. Das ist voll böse. Das ist ja richtig brutalo. Okay. Kann man hier was finden? Nein. Oh Mann. Muss man hier rüber? Oder kannst du oben gucken? Wir müssen hoch.
Oh mein Gott, was ist das? Ist das die Hölle auf Erden? Ich glaube schon. Das ist jetzt das schlimmste Level, das ich je gesehen habe. Allerdings muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, eins der coolsten. Ja, wollte es gerade sagen. Stirb, Gumba. Stirb einfach. Ich habe ihn getötet. Aber wo sollen hier die Münzen sein ohne Münzen? Ich hab doch eine. Eine hast du schon? Ja. Gut. Da geht's rein. Ich sehe nicht. Da! Hab sie, hab sie. Don't worry. Mom! Don't worry, be happy. Juhu, juhu, juhu. Oh Mann. Diese Viecher, es ist mir unglaublich unsympathisch. Aber hallo, das sind die schlimmsten Mario-Gegner ever. Naja. Hammerbrüder sind vielleicht noch schlimmer. Lass mich raten, rechts, ja. Willst du? Ja, warte. Oh Mann. Gott sei Dank war ich in der Sekunde noch unbesiegbar. Krampf? Ah, das war's. Bin einfach noch rumgehüpft. Achso, ich wollte gerade sagen, bist jetzt runtergesprungen? Okay, das war einfach relativ simpel, ne? Ich hab nur 2 Leben verloren, passt. Ja, was das jetzt mit dem Minzsee zu tun hatte, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber ich fand das Level cool. Ja. Jetzt wächst das Ding hoch, ja. Und hast du eine Limonadendschungel. Oder direkt in die Wolkenwelt. Oder halt ins Gebirge. So wie alles andere auch. Ja. Oh Mann. Ich freue mich auch. Münzmeer, alles gesammelt. Mein Ohr stirbt. Warum gießt du das jetzt? Mal gucken, wie es aussieht. Außerdem kommt da gleich eine Kanone, denke ich. Wie unnötig langgezogen. Und da ist direkt die Knochenbahn. Ja stimmt, jetzt sind wir schon in der Sandkuchenwüste. Richtig. Noch 2 Level und dann heißt es Hello Star World. Star Road Boulevard oder so. Und das war... irgendwo da oben. Hier sind wir da oben. Ich will da oben. Ne, also oben gibt's ein Pilzhaus. Mampf? Wir wollen zum Pilzhaus, ne? Mhm. Definitiv, Mann. Ich brauch so viele Leben wie möglich. Oh Gott, da sind Gumbas. Du bist doch schon manchmal so ein bisschen assi, oder? Auch nur ein bisschen. Nur so ein bisschen, ja. Also wieder nach unten. Wie geht das Spiel? Aus diesen Kanonen kommen gleich jede Menge Münzen und One-Ups geflogen. Du brauchst sie nur noch einzusammeln. Jetzt streckt doch das LP nicht schon wieder so, nur damit du mehr Geld kriegst. Und Partnerschaft. Geld! 1. Immerhin. Und 1 gerade noch dazu und halt 0. Minus 1. Minus 1. Eins. Eins? Pff, oh Mann! Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wie wir gerade einfach episch gefailt sind. Jemand mehr 6 dafür, das ist gut. Epic Fail! Da oben jetzt, ne? Am Sandkuchen vorbei, genau. Weil Wüste ja bekanntlich Eislevel beherbergt. Rein da. Sandkuchenwüste, die eine Pflanzen auf Eis. Ach, ich gehe. Das klingt irgendwie so wie dieses eine Level 9, Welt 9 Level damals beim letzten Teil. Ja, es ist genauso ekelhaft. Also dafür konnte ich jetzt echt nichts. Nö. Den Block kann man bestimmt nicht schmelzen, aber alles andere Eis hier. Wir müssen da hoch, oder? Fuck, nein! Das war die Münze. Das war die Münze. Wollen wir zum Checkpoint nochmal versuchen durchzukommen? Oder drücken wir jetzt einfach A? Drücken wir A.
so ätzend. Ich hasse diese, ich komme neu in die Welt und auf einmal sehe ich was und weiß, dass ich jetzt schon zu spät komme, weil ich das erst realisieren muss, was da passiert. Dinge. Naja, das ist so ätzend.